Der Vierer ist ein Coupé, der eigentlich diese Kompaktheit in der Fahrzeugkategorie anbietet, aber gleichzeitig im Vergleich zu unserer heutigen Dreier-Coupé ist tiefer, breiter, länger, hat längeren Radstand, aber kürzere Überhänge als heute. Und das ist dann für uns eine elegantere Proportion, eine sportlichere Proportion und auch ein besseres Angebot für den Kunden, weil es gibt auch mehr Platz innen. Was das Besondere ist, ist tatsächlich diese Balance an Eleganz und Sportlichkeit. Ich glaube, wenn man das Auto sieht, diese sehr, sehr elegante Silhouette, sehr fließende Kabine, sehr straffe Linien kombiniert mit sehr großzügigen Flächen, die wirklich diese besondere Geist an dem Auto machen. Diese Eleganz und gleichzeitig diese Großzügigkeit, die am Ende hoffentlich wirklich diese pure BMW-sportliche Eleganz dann anbieten. Well, this is the first time we are showing our concept for Series Coupe. And what we've done is try to make, to be honest, the best coupe we can in this segment. And how we did that is we tried to always improve the proportion. If you compare it to our 3 Series Coupe today, it's lower, it's wider, it's longer, has a longer wheelbase, but actually shorter overhangs. So in total, I think we get a much more elegant proportion, and through the width as well, a much stronger stance, a much more sporty, more confident stance. First of all, it's important that beauty, yes, beauty for BMW is always a certain balance or a certain equilibrium between elegance and sportiness. And I think that's exactly what you see in this car, because through the proportions that we talked about, I think you get a much more elegant silhouette. And through the width and the surfaces, we've used sort of that very taut line work, these very generous surfaces, to really get this balance between elegance and sportiness. And I think you see that in the car.